Hallo ihr Lieben, ich tue mir heute mal wieder meine Haare bunt. Wie man sieht, die Ausgangsfarbe ist nicht weiß, sondern braun. Ich habe die gerade nur ein bisschen trocken gepustet, ohne Pflege reinzumachen. Jetzt sehe ich aus wie so ein Löwenkopf. Pfui. Ja, zum Thema Directions auf braunem Haar habe ich ja noch nicht so viel gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, wäre auch mal eine schöne Gelegenheit. Ich habe die aber eigentlich deshalb braun gemacht, weil ich wollte, dass die Farbe dann insgesamt dunkler wird. Denn so wird sie ja dunkler, als wenn ich es auf weißem Haar mache, logischerweise. Und ich habe mich für ein lila Ombre entschieden und ich rede jetzt auch gar nicht so lange drum herum, sondern zeige euch jetzt erstmal, wie ich die Farbe mische. Das ist jetzt Dark Tulip. Da gebe ich jetzt in beide Schüsseln ungefähr gleich viel hinein. Mix das mit etwas Spülung, um das zu strecken. Und in eine Farbe gebe ich jetzt noch etwas Atlantic Blue. So, nach einer Stunde Einwirkzeit mit kaltem Wasser ausgespült und nochmal Spülung drüber gemacht, weil meine Haare noch nicht so ganz weich waren. Und Trockenpusten sieht das Ganze dann so aus. Ich habe da jetzt nicht mir wirklich viel Mühe beim Styling gegeben, weil es heute einfach nur warm ist und ich die gleich eh wieder zusammen mache. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal die Farbe zeigen. Ich finde es echt richtig interessant. Es ist ein bisschen anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe, aber besser, als ich mir hätte vorstellen können. Also es hat mich sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die so dunkel wären. Sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen schwarz, aber sehr dunkelbraun und haben einen extrem lila Stich. Und besonders wenn die Sonne drauf knallt, dann sieht man erstmal, wie krass lila die eigentlich sind. Hier ist es gerade wieder ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich drehe mich mal ein bisschen weg, damit die Kamera nicht mein Gesicht fixiert. Und hoffe, dass man das dann erkennt. Ja, man erkennt es. Also, die sehen jetzt schon sehr, sehr dunkel aus, aber haben eben diesen krassen lila Stich, so wie ich das wollte. Und an manchen Stellen, also unten sind sie ein bisschen rötlicher violett und hier oben sind sie etwas bläulicher violett, also hier etwas kühler und da etwas wärmer violett. Ja, ich finde es echt cool. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, mir die Haare wieder dunkler zu machen und deswegen habe ich mir die auch braun getönt, weil ich auch mal testen wollte, wie das dann aussieht, wenn ich Directions auf braunem Haar mache. Also wie knallig das dann noch wird und so weiter. Und weil ich mir gedacht habe, es interessiert euch bestimmt, habe ich das jetzt mal gefilmt. Ich werde natürlich wieder Austauschvideos machen. Alle Farben, die ich benutzt habe, sind auch mal in der Beschreibung. Alle Produkte, was irgendwie interessant sein könnte, sind in der Beschreibung. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Dann hier oben findet ihr noch das Video, ganz, ganz wichtig, da werde ich immer wieder drauf angesprochen, über die Methoden zum Auswaschen. Welche Auswaschmethoden gibt es? Welche habe ich ausprobiert? Welche sind gut? Welche sind eher schlecht? Habe ich mal ein Video zu gemacht, klickt oben drauf, dann kommt ihr direkt zu diesem Video. Und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht ohnehin schon getan habt. Ja, dann freue ich mich mal auf das Auswaschvideo. Ich bin sehr gespannt, wie lange das hält. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare packen, was ihr davon haltet, ob das was für euch wäre. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.